Simex und iCrimex, Streit der Fortnite-Legenden. Let's go. Jo, Freunde der Streitigkeiten, es gibt mal wieder einen Beef auf YouTube. Und dieses Mal ist KuchenTV nicht involviert. Danke also schön. Muss Kuss, ich mich mal wieder einmischen, damit ich auch ein Stück vom Kuchen abkriege. Du hast ein Stück vom Kuchen gesagt, aber er ist ja KuchenTV. Heute geht es um Simex aka die Inspiration für Asianudeln und iCrimex, der 24-Jährige, gefangen im Gesicht eines 13-Jährigen. Was? Wie gesagt, hatten die beiden eine kleine Auseinandersetzung. Und zwar hat iCrimex auf seinem Reaction-Kanal ein Video mit dem Titel Simex Vlog gleich cringe hochgeladen. Ich glaube nicht, dass man das bei Simex extra dazu schreiben muss. Nee. Und dort hat er sich getraut, unter anderem... Digga, seit wann hat Kuchen TV einen Bart, Junge? Rasier dir mal den Schmutz aus dem Gesicht, was soll der Scheiß? ...da Aussagen zu bringen. Skr, skr, bam! Okay, ich weiß jetzt schon, was sie mit cringe meint. Wie wird ihr Hot Girl Sommer verlaufen? Mit einem Hot Boyfriend. Ihr habt es gehört. Okay, Ellie und Nixon jetzt im Tattoo-Studio. Den muss ich aber erst noch finden. Aua. Was auch übel geil. Irgendwie, Digga, man, ich weiß nicht, wenn jemand so Adlibs oder sowas, Digga, ich finde, man cringet sich da einfach immer übelst weg, Digga. Das Ganze hat Simex natürlich gar nicht gefallen und so hat er ebenfalls eine Reaction auf die Reaction gemacht, wo er ein wenig ausfallend geworden ist. Die Reaction hat er zwar später wieder gelöscht, aber es gibt noch die Reaction von Kack Knight auf die Reaction von Simex auf... Wer ist denn Kack Knight? Auf die Reaction von iCrimex auf das Video Knight, von Simex. Okay. Ja, genau. Und da hat Simex unter anderem folgende Fronts rausgehauen. Schreiben, weil er ganz genau weiß, dass ich relevanter bin. Drill, Drill, Adlib, Intro hab, dass es cringe ist. Bro, du hast halt wahrscheinlich nicht mal Ahnung von Musik. Das Soundqualität ist ein bisschen komisch, ne? Sein Gesicht? Ja, sein Gesicht! Digga, vor allen Dingen überleg mal so, du hast keine Ahnung von Musik. Ja, Bro, aber das ist doch einfach nur Tourette, wenn du so Adlibs einfach machst, während du redest. Ey, yo, wollen wir noch zum Rewe? Grrr. Wollen wir noch vorne? Pow. Bo, 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 bo. Habt ihr vielleicht Bock, heute Abend noch eine Pizza zu? Bo, 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 bo. Hier, Flex. Grrr, bo. Also, sorry, das ist doch nicht normal. Wie wir alle wissen, seine Freundin hat ihn ja verlassen. Er frontet mich. Der verlassen wurde. Und ich frage, welchen von den beiden Boys, frage ich Girls, findet ihr nicer? Save mich. Ganz ehrlich, von allen Facecams hier im Bild bin ich der hässlichste. Hübsch. Ah, fuck, man! Ah! Ja, wen bitte. Von dem. Wenn das jetzt geklippt wird und ein hungriger Hundesohn geschickt wird, dann bin ich aber sowas von sauer, Chat. Beiden würdet ihr eher daten. Ich würd dich gar nicht fresh, wenn ich ne Chaya, ich würde 20.000 Jahre nichts mit dir haben. Die sich von ihm getrennt hat. Ihr müsst euch das mal überlegen. iCrimex hat einfach nur gesagt, dass er die Adlibs peinlich findet und hat einen Joke über das Aussehen von Simex gemacht. Und Simex haut direkt alle Fronts raus, die er kennt. Yo, alles klar, Bruder, oder? Zugegeben... Wie oft glaubt ihr, putzt ihr KuchenTV am Tag die Zähne? Wir wollen das Ganze nicht runterspielen. iCrimex hat auch noch ein, zwei komische Grimassen in dieser Reaktion gemacht. Deswegen ist das Ganze natürlich auch verständlich, wie Simex da abgegangen ist. Einmal... Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Einmal oder gar nicht. Ich finde einmal noch ekliger als gar nicht irgendwie. Weil bei gar nicht sagt man, es ist mir egal. Bei einmal sagt man, es ist mir nicht ganz egal, aber ich gebe trotzdem einen Fick. Vor allem auch, wir gehen in die Stadt und dann gucken wir mal, wer hier hübscher ist. Ja, können wir machen. Und danach gehen wir wieder zurück in die 5. Klasse. Und by the way, Adlibs sind cringe. Und jetzt rede ich bitte nicht raus, denn ich weiß, was du von mir hältst. Bis auf ein KuchenTV, so weil der geht immer sachlich an die Sache ran, ohne voreingenommene Meinung. Bis auf den nehme ich eh keine Meinung ernst. Also bitte, lass es einfach. Und auch noch mal ganz kurz hierzu etwas. Wie wir alle wissen, seine Freundin hat ihn ja verlassen. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber ich glaube, dass die Freundin von iCrimex am Abend nicht direkt mit einem Spanier gechillt hat. Aber schickt bitte diesen Clip bloß nicht hungriger Hugo. Hugo. Das wäre echt peinlich, okay? Für 4 Tage. Was ich hier aber ebenfalls von Simex sehr schade finde. Ihr habt ja gerade gesehen, dass iCrimex schon so ein paar Fronts rausgehauen hat, beziehungsweise ein paar Sachen nicht so cool fand. iCrimex hat ihn aber auch in dem Video gelobt. Und da gab es extrem viele Stellen. Auch die zeige ich euch natürlich mal. Ich finde die Cap eigentlich ganz cool, die Simex aufhat. Also ich finde, ihm stehen so Caps. 0 Euro gekostet. Ey, aber jetzt Real Talk. Sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Real Talk, ich finde, der Schrank sieht nice aus. Und das haben die, ich finde auch, den haben die nice angestrichen. Aber ich finde, das steht ihm. Ich finde, das sieht cool aus. Also mit dem Schnurrbart. Wir haben gerade 17 Uhr und wir fahren in den Sport. Ah, finde ich cool, dass er dem Penner da was gegeben hat. Nice. Man sagt Obdachloser, nicht Penner. Ja, gut. Leute, war okay. War normaler Vlog, ja?
weiß gar nicht, warum ihr unbedingt wollt, dass wir uns das anschauen. Er hat in der ganzen Reaction mehr positive Worte zu Z-Max verloren, als er negativ über ihn geredet hat. Zu vielen positiven Sachen hat Z-Max aber in der Reaktion irgendwie gar nichts gesagt. Also können wir festhalten, obwohl iCrimex eine ganz normale Reaction hochgeladen hat, ist Z-Max sofort privat geworden und hat ihn an jeder Stelle gefrontet, wo man das machen konnte. Na toll. Max hat dann auf seinem Reaction-Kanal noch so ein kleines Update-Video hochgeladen, wo er einfach nur gesagt hat, dass er auf diese ganze Kinder-Beast-Sache keine Lust hat und ab jetzt nicht mehr auf Z-Max reagieren wird und das Ganze halt nicht cool fand, was Z-Max da gesagt hat. Z-Max und seine Freundin haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, darauf ebenfalls wieder zu reagieren und einige nicht so kluge Aussagen rauszuhauen. Aber vorher nochmal eine Aussage aus der ersten Reaction. Er einfach so dem gerechtfertigt werden wollte. Was er in seinen Titel geschrieben hat. Ja, du hast ganz recht, denn den YouTube-Titel hat man ja meistens schon, bevor man überhaupt auf das Video reagiert hat. Deswegen ist diese Aussage gerade wirklich sinnvoll gewesen. Danke dafür. Leute, für die, die denken, es gibt jetzt hier so ein YouTube-Beef und sich schon das Popcorn bereithalten wollten, nein, es wird kein YouTube-Beef geben, weil, Bro, mich juckt das nicht. Er sagt, es juckt ihn nicht, aber er schaut jedes Video von uns wie so ein Fanboy. Z-Max Piercing ist dauerhaft entzündet. Leute, das ist cringe. Hä? Gibt es nicht? Übrigens hat Z-Max die Aussage, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden, denn es ging nicht darum, dass er sich nicht für Z-Max interessiert, sondern dass er keine Lust auf Beef hat. Aber auch wieder dieses, der guckt jedes Video wie so ein Fanboy. Bro, du lädst ein Video im Jahr hoch. Ja, das ist nicht schwer, jedes deiner Videos zu gucken, Bruder. Aber allein diese Gesichtsausdrücke 24/7 und alles, so, das provoziert mich einfach. Das nervt mich. Okay. Dich triggern also Gesichtsausdrücke, obwohl er einfach ganz normal geguckt hat. Ja, er hat mal dahin geguckt, mal in den Chat und so weiter. Ein, zwei Mal hat er vielleicht auch so okay geguckt. Das war aber komplett normal. Wie kann man sich denn so schnell von sowas triggern lassen? Jo, was geht, Bruder? Ja, bei mir alles gut und bei dir? Ach, bei mir ist alles gut und bei dir? Kannst du mal aufhören, so komische Grimassen zu machen? Ich weiß nicht, was du meinst. So, das war's, Digga. Ich mache jetzt ein heftiges Reaction-Video über dich, wo ich übelst privat abläster. Alles Comedy God, Comedy God, actually funny content, actually pork, actually funny, actually big Lachflash, actually so fucking lach. Ist klar, Bruder, viel Spaß dabei. Big Omega Lull, Big Omega Lull, haha, keck weh, Omega Lull, Omega keck weh, dance but fast. Wirklich auch seine neutrale, ja, ehrliche Meinung sagen und nicht einfach das sagen, was die Community oder der Chat und sehen das will. Die Aussage finde ich auch wieder lustig, denn ich konnte ja eben schon zeigen, dass iCrimex in der Reaction mehr positiv über Z-Max geredet hat als negativ. Aber vor allem sagt iCrimex am Ende der Reaktion Folgendes. Nice. Ja gut, Leute, war okay, war normaler Vlog, ja? Ich weiß gar nicht, warum ihr unbedingt wollt, dass wir uns das anschauen. Er sagt doch hier selber, dass das ein ganz normaler Vlog gewesen ist, ja, und dass er nicht verstehen kann, warum er jetzt unbedingt darauf reagieren musste. Er widerspricht dir doch sogar den Leuten. Er macht genau das Gegenteil von dem, was du ihm da gerade vorwirfst. Beziehungsweise so krass negativ eingestellt sein. Weil ich finde, meiner Meinung nach war das ein sehr normaler Vlog, der komplett klar ging. Ja, und iCrimex hat das genauso gesehen, wie wir eben gerade gehört haben. Jetzt geht es nochmal ein bisschen um die Reactions und was das Ganze bringt. Dazu sagt Z-Max Folgendes. Ja. Ich würde doch weniger Hate bekommen, mehr Abonnenten dazu bekommen und mehr Views machen, wenn die Leute nicht auf meine Videos reagieren würden, weil dann die Leute mein Video schauen würden. Ja, und nicht Max' Video. Ist dir das Ganze ehrlich gesagt so ein bisschen anders? Was man halt nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass dieses ganze Z-Max-Thema sich überhaupt erst so aufgebläht hat, weil eben jeder darauf reagiert hat. Die Videos bei KuchenTV Uncut haben teilweise Hunderttausende Aufrufe und die Videos von dem Montana Black über Z-Max gehen teilweise in die Millionen. Zu sagen, dass die Warum hast du jetzt meine Videos da nicht reingemacht, du Cringe-Kick? Diese ganzen Leute deine Videos angeguckt hätten, wenn niemand reagiert hätte, ist wahrscheinlich eher falsch. Denn die meisten haben sich wahrscheinlich schon explizit für die Meinung von Montana Black interessiert. Ohne diese ganzen öffentlichen Reaktionen wäre das Thema um deinen Namen gar nicht erst so groß geworden, weil einfach keiner über dich gesprochen hätte. Die Öffentlichkeit hat viele deiner Sachen erst zum Skandal gemacht, weil sich das Ganze dadurch erst verbreitet hat. Wenn niemand drauf reagiert hätte, dann hättest du jetzt nicht Millionen von Klicks, sondern dich würden heute wahrscheinlich deutlich weniger Leute kennen. Natürlich profitiere ich oder ein Montana Black auf Reactions zu Z-Max, aber trotzdem profitiert halt auch Z-Max davon. Es ist halt nun mal eine Win-Win-Situation. Und wenn du vernünftigen Content machen würdest, hättest du bei den ganzen Reactions schon hundertprozentig die Millionen auf YouTube. Ein Jahr zuvor, wo ich meine Streams und Videos hochgeladen habe, wo ich komplett im Hype war, so hatte ich auch meine 20, teilweise 30 Millionen Klicks im Monat, obwohl ich 400.000 Abos, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur hatte und er hatte 2 Millionen Abos und hatte
in Anführungsstrichen, weniger. An die Zeit kann ich mich auch noch erinnern. Okay, iCrimex hat also weniger Klicks, ja? Z-Max hatte in seiner Hochzeit mal so ein, zwei Monate so die 26 Millionen Aufrufe. Ansonsten war er ein paar Monate lang ungefähr immer bei 20 Millionen. iCrimex hat halt jedes Mal mehr gehabt als du. Es gab nicht einen einzigen Monat, wo iCrimex weniger Klicks gemacht hat als du. Und selbst wenn man das Ganze in Relation zu den Abonnenten stellt, macht das Ganze halt überhaupt keinen Sinn. iCrimex ist seit 2013 dabei und hat natürlich in der Zeit sein Content auch schon mehrmals umgestellt. Natürlich sind da sehr viele tote Abonnenten dabei. Halt außerdem hat so er schon mit etlichen YouTubern zusammengearbeitet, was natürlich auch dafür sorgt, dass die Leute auf den Kanal gehen, sich dann aber die Videos nicht angucken. Du hast deinen Kanal noch nicht so lange und hast bis auf ein paar Vlogs halt quasi nur Fortnite-Content hochgeladen. Ist klar, dass du weniger tote Abonnenten hast und deine Klickzahlen in Relation höher sind. Das hat aber keine Aussagekraft. Sorry, egal wie du es drehst und wendest, an iCrimex kommst du gerade nicht vorbei. Lasst ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Hier kommt jeden Tag ein Video bzw. eine Reaction. Hierzu kann ich übrigens sagen, es ist mal wieder seit 2 Wochen kein Video auf dem Kanal gekommen. Vor allen Dingen, wie Z-Max halt zu jedem Ding immer wieder neue Sachen droppt. Guck mal, allein die Like-Anzahl und so. Es ist doch schon obvious, wer hier das Sagen hat. Also. Warum versprichst du immer aktiv durchzuziehen, wenn du es dann doch nicht machst? So, dann sag das doch einfach nicht. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde es sehr schade, dass Z-Max immer wieder emotional gegen irgendwelche so YouTuber schießt, weil er Reactions halt nicht so ganz versteht oder weil er mal ein kritisches Wort abbekommt. Die Reaktion von iCrimex ist absolut im Rahmen gewesen. Er hat einen Joke gemacht, er hat ein, zwei Sachen kritisiert. Ansonsten hat er aber super viel gelobt. Das Ganze wird von Z-Max aber sehr runtergespielt. Man muss Z-Max aber auch zugutehalten, dass er sich in der zweiten Reaktion zu iCrimex auch bei 2, 3 Sachen entschuldigt hat. Und das finde ich halt cool, aber besser wäre es, wenn du vielleicht einfach nicht mehr so emotional wärst und einfach damit klarkommst, dass auch wenn Leute auf dich reagieren, da mal ein paar kritische Worte fallen können. Das gleiche ist in meinen Reactions zu dir übrigens auch so, aber da hast du leider noch kein Video zu gemacht. Du hast das Ganze halt leider extrem ins Private gezogen und das geht halt gar nicht fit. Du hast dich mal wieder super schlecht verkauft. Lass sowas doch einfach Und so teilt wirst immer du wieder aus, will aber was ihr dazu schreibt, es mir gerne in die Kommentare. Ich lasse das Schlusswort jetzt bei iCrimex mit einem heftigen Front. Okay, thanks, bye. Ihr findet, ich bin hässlich, ich komme nicht gut bei Frauen an. Da muss Ellie eigentlich nur mal ihre eigene Mutter fragen, wie gut ich bei Frauen ankomme. Und dann ist das Thema auch schon gegessen. Oh, krass.